Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Walkthrough von Pillars of Eternity 2. Heute werde ich die Quest The Archmage's Vault hier in Perikis Outlook durchführen und die Quest startet hier bei den beiden I streitenden don't do Frauen. two pyres for your tribal pride, and I wager that Arkhmir cares even less. If this is what passes for Rao Tai in diplomacy, Rahasa Nui has bigger problems. Ah, Takehu. Are you still shaping fountains into phalluses for the delight of bathhouse ladies? Makara, I have not indulged in parlor tricks since the last time you visited. As I recall, you cheered the loudest of all for my pillar of liquidity. If you've come to see Arkhmir, you're too late. He left the estate on wizard business. Tamar and I wanted something from Arkhmir. Our powers of persuasion leave much to be desired. The wizard got his hands on a Hwana tablet, the Harappo epic. I came to reclaim it for Rao Tai. In the middle of my negotiations, this little pest showed up with a claim on it. The Harappo epic belongs to the Hwana. The queen sent me to remind you both. Akira, few outsiders can appreciate what such an artifact could mean to our people. Posturing about cultural value is worthless. We both want the tablet for the same reason. I might as well adjourn to the palace in Serpent's Crown and give Arkhmir time to think. What a load of... You mean to get your hands on that tablet with or without Arkhmir? You island rats can barely write your own names, much less a distinguished epic. Scamper back to the Brass Citadel and spin your own plots. I will happily do the same on my side of the island. For me? I could use a reprieve. Ah, these are frustrating times we live in. What say? There's always Lassina, Arkhmir's apprentice. No love lost there if whispers are true. Arkhmir seems to enrage those of his inner circle, not excluding the imps. Ja, wir haben jetzt hier die Quest empfangen von den zwei streitenden Frauen. Am Schluss musste ich mich dann auf eine Seite stellen und ich habe dann eine Tehe genommen. Jetzt sollen wir aus dem Haus des Archmages hier was stehlen. Und es gibt jetzt vier Möglichkeiten, wie man reinkommt. Einerseits kann man in das Dark Cupboard, das ist gleich nebenan, gehen, da ins erste Stockwerk und dann mit einer Seilwinde kann man sich auf die andere Seite schwingen und kommt dann oben über ein Fenster in sein Haus rein. Die zweite Möglichkeit ist, man kann im Badehaus runter in den Keller gehen und dort eine Wand durchbrechen und dann kommt man hier auch im Keller raus. Und die dritte Möglichkeit ist, man spricht mit Fasina im Dark Cupboard. Die gibt einem sowieso eine Quest und wenn man diese erledigt, diese Quest, dann bekommt man den Schlüssel für die Tür, um die aufzusperren. Und die vierte Möglichkeit, die ihr hier gesehen habt, ich habe einfach die Tür aufgebrochen und bin reinmarschiert. Im Haus erwarten uns jetzt drei Levels. Ja, hier den Eingang, dann gibt es eine erste Etage und unten im Keller die Laboratories. Als Gegner erwarten uns hauptsächlich so Imps, die Arkhmir zurückgelassen hat und die das Haus beschützen. Und, wie man jetzt gerade hier von links reinlaufen sieht, so Eisenkonstrukte. Und die sind eigentlich vom Level her, wie man schon gesehen hat, mit drei Totenköpfen eigentlich über unserem Level. Aber sie machen nicht wahnsinnig viel Schaden. Man braucht nur ewig, bis man sie down hat, weil sie extrem viel Armor haben. Deswegen benutze ich jetzt hier auch zum Beispiel mit Tekeho seinen Spruch, um die Armor nach unten zu bringen, sodass wir einfach da mehr Schaden machen. Aber sie sind eigentlich gar nicht so schwer zu besiegen. Gut, ich bin jetzt hier gerade reinmarschiert, im ersten Raum rechts was gelootet und dann schon mal in den ersten Kampf mit ein paar Imps, Imp-Tricksters und diesem einen Eisenkonstrukt reingelaufen.
Mist. Lava beyond seek. Und die Trickster, die Imp-Trickster, die verschwinden immer wieder mal kurz von der Bildfläche und kommen dann zurück. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt ist er tatsächlich doch down. Und jetzt heißt es einfach nur noch dieses Eisenkonstrukt runterzuhauen. Und jetzt haben wir das Shield cracked draufsetzen können. Vorher hat es nicht geklappt, als ich es beim ersten Mal probiert habe. Und dann sieht man auch, wie das Leben dann doch einigermaßen schnell runtergeht, wenn man das mal hingekriegt hat. Und auch der Schaden, wie jetzt hier diese Feuer-AOE, den das benutzt, tut uns jetzt nicht so wahnsinnig weh. Ja. Wir haben jetzt ein paar Dots drauf und die heilen uns genug, um hier locker durchzukommen. Und da ist es jetzt auch endlich down. Akira, it is no problem. Auf dieser Ebene aber erwarten uns jetzt noch bei weitem mehr Kämpfe. Will do. Good thinking. Vor allem hier im Gang lauern eigentlich sogar links dann noch zwei weitere Eisenkonstrukte. Ja, da sind wir auch schon das erste marschieren. Und das locke ich jetzt hier auch mal gleich an, wenn ich schon alleine erwische. Und ziehe die anderen nochmal zurück, nicht dass ich das zweite auch noch pulle. So dass wir den einfach mal alleine legen können, aber leider hat es nicht geklappt. Der zweite hat es auch irgendwie geschnallt. Und jetzt haben wir zwei von denen an der Backe. Ja, und der Jehu braucht auf jeden Fall gleich mal Heilung. Da ihn das zweite dann natürlich auch gleich anvisiert hat, weil er am nächsten dran gestanden ist. Ja, und da erwischt es auch das erste. Gott sei Dank ging es einigermaßen fix. Ja, der arme Pen ist leider fehlgeschlagen, weil er resistet. Not very helpful. This will not do. Craft a feel on fear level. Take him down. Love. That's it. Und Armor Pan hat wieder ist leider wieder widerstanden worden. Das macht halt einfach den Kampf nur echt langwierig. Muss, obwohl nicht wirklich was passiert, wie man sieht, meine Leute hier maximal auf halbes Leben runtergeschlagen. Also maximal. Ja, jetzt hat der Schild gecrackt. Und dann sollten die Treffer auch viel heftiger ausfallen. Aber hier hat er nochmal sauber eine Feuer-AOE rausgehauen und Tekeho ist fast down. Und hat auch leider keine wirklichen Heal-Sprüche mehr übrig.
Das könnte noch knapp werden jetzt für ihn. Aber endlich, nach langer, langer Zeit, ist jetzt auch dieses zweite Eisenkonstrukt da. Gut, machen wir mal weiter hier in der ersten Stufe. Was gibt es hier noch? Links rein. So eine Bildergalerie. Aber das war's auch schon, sonst gibt's hier nichts. Leerer Raum, mehr oder minder. Es gibt zwei Ausgänge aus diesem ersten Flur nach Norden. Das ist tatsächlich das Arbeitszimmer des Archmages, das von einem Imp bewacht wird. Ein Imp ist natürlich gar nichts. Ist auch schon down, aber dieser Kampf lockt die ganzen Wächter-Imps aus dem Raum nebenan dann noch an. Und da ist der erste auch schon, aber nur Imp. Let's go! Ja, das ist wieder so ein Trickster, die quasi kurz verschwinden, aber sobald er da ist, ist er auch schon weg. Dann jetzt geht's noch in den Hauptraum. Let's take a look. I can't see. Sneaky bastard. Der aber auch nur von weiteren zwei Imps bewacht wird. Und damit haben wir schon die mittlere Etage von Akemirs Haus tatsächlich auch schon erledigt. Wir können jetzt hier noch looten gehen. Ach ja, den Raum da unten habe ich jetzt ganz vergessen, genau. Da ist auch noch ein Trickster zu finden, die Küche. Schaut zumindest so aus. Das sollte aber auch recht fix gehen. Und down ist er. Wunderbar, jetzt haben wir es geschafft, aber da gibt es wirklich nichts mehr. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, nach oben und nach unten zu gehen, hier im Treppenhaus. Tja, hier das Fass hinter der Tür zu treffen, ist schwierig. Exactly. Jetzt ist ein Ei drin, okay, das hat sich natürlich extrem rentiert. Okay, dann mal in die erste Etage. Schlafgemächer und den Balkon von Akemir. Auch hier treffen wir sofort beim Hochgehen auf Imps. Drei Stück schon mal. Da ist noch einer und noch einer. Aber solange wir auf keine Eisenkonstrukte treffen, sind es schnelle Kämpfe. Und der eine Imp stand ein bisschen ungünstig, der hat sich nämlich genau hier in die Tür gestellt, sodass der Rest nicht reinkam. Ja, wie man sieht, die gehen teilweise im Sekundentakt down. Ja, und hier das Wohnzimmer, tituliere es mal so, ist somit schon mal ausgeräumt. Und hier im oberen Bereich ist dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Hier kommt man jetzt noch auf den Balkon raus. Auf diesem Balkon erwartet uns noch ein Eisenkonstrukt, das den bewacht. I
trouble. Ah. I hope nobody saw that. That's not supposed to happen. Yes? Curses. Ja, und jetzt ist das Schild Cracks auf ihm drauf. Das sollte schon mal einiges ausmachen. Second try, I say. Der Kampf gegen dieses Eisenkonstrukt ging noch mal viel schneller als die Kämpfe vorher gegen die anderen beiden. Ansonsten ist hier auf dem Balkon nicht mehr so viel zu finden, aber es gibt hier nochmal einen Übergang. Kommt man dann nach oben und da geht es dann auch nochmal weiter. I've got it. In einen weiteren Raum, nämlich in das Schlafzimmer von Arkemir. Es ist jedoch unbewacht und es gibt hier einfach nur ein paar Sachen zu looten. Boots of Speed zum Beispiel, die sind nicht schlecht. Die kann man gut brauchen. Well, as long as I don't get caught. I guess that wasn't so hard. Und hier auch ein Exceptional Spec. Das ist auch nicht so schlecht. Okay, warum ich erst jetzt angeblich innerhalb von Arkemirs Haus bin, weiß ich nicht. Ich bin schon seit den letzten Minuten da drin, habe sogar schon zwei Ebenen komplett erledigt. Also die obere Ebene ist jetzt fertig und das heißt wieder den ganzen Weg zurückmarschieren und runter ins Labor. Und in der unteren Ebene, also dem Labor, da finden wir jetzt natürlich dann auch dann das, was wir suchen. Aber hier gibt es nochmal einiges an heftigen Kämpfen, vor allem viele Gegner. In diesem Kampf kommen jetzt so Elementare mit hinzu. Und hier leider auch ein Eisenkonstrukt mit dabei. Da werden wir noch auf ein paar treffen hier unten in den Laboren. Dieser erste Raum, in dem man dann gleich reinkommt, links im Labor, das ist ja tatsächlich das Labor eigentlich. Ich glaube, das hat wirklich auch so den Namen.
Ganz gut Heilung hier benötigen, ja, durch den Beschuss von den Wirbelwinden da hinten kriegt man dann doch so ein bisschen was zumindest ab. Oh, und ich schicke jetzt Seraphen, um mal das Kleinzeug da hinten platt zu machen, das einfach nur nervt. Ja, und Seraphen tut sich hier hervor als elementar schlechter. Gut, jetzt sind die down, jetzt geht es nur noch darum, hier das Ironclad-Konstrukt zu erlegen. Jetzt müssen wir endlich mal die Armor-Pender drauf schaffen, damit es schneller geht. Wieder nicht, wieder bestanden. Boah, hier nochmal fetten Schaden ausgeteilt. Aber es kann sich nur noch um Sekunden handeln, während hier alle voll brennt und jetzt auch gerade gestorben ist. Na endlich. Also wie ihr seht, diese Konstrukte sind schon extrem nervig. Weil man auch so lange braucht, bis man sie down hat. Im Labor gibt es natürlich hauptsächlich Zutaten. So, weiter geht's. Tatsächlich geht's jetzt hier rechts schon zum Vault. Obwohl der untere Bereich noch viel, viel größer ist. Ich öffne hier mal das. Wir haben hier eine Kombination gefunden, die stand in dem Brief, den ich gelesen habe im Schlafzimmer von Akemir. Und mit dem ist jetzt der Vault offen. Da gibt es auch keine Gegner mehr drin in dem Vault, also da kommen wir einfach so rein. Das Einzige, was hier ist, hier gibt es viele, viele Traps. Die müssen wir jetzt mal alle erst einmal disarmen. Dann gibt es hier einiges zu looten, vor allem eine Sache ist hier ganz gut hier drin. Hier drin finde ich gleich mal das Harappo Epic, das ist eigentlich der Questgegenstand, den ich suche. But I'm keeping what's in there. All done. Dann hier gibt es eine legendäre Chest.
legendäre Rüstung. Ja, und dann gibt es noch viele Sachen. Eine Figurine, die man einmal im Kampf einsetzen kann. Geld. Well, as long as I don't... All done. Stone of Power. Well, that's not nice. All done. Und hier drin das Wichtigste. Right, hier gibt es ein legendäres Grimoire, Nino Gorfs Teachings. Und das wird dann ab der nächsten Folge das Hauptgrimoire von Erloff werden, das er dann benutzt. Gut, jetzt gibt es hier im unteren Bereich, da habe ich noch ein bisschen weitergemacht, noch ein paar Kämpfe. Gibt es noch mehrere Räume. Ich gehe jetzt erstmal hier nach rechts. Weiter. Schau erst einmal in diesen Raum rein. Beziehungsweise hier, wo ich jetzt hingeklickt habe, das ist der Weg, den man möglicherweise gehen kann, wenn man aus dem Badehaus kommt. Ja, also der führt einen in das Badehaus. Das wäre der andere mögliche Eingang gewesen, den ich am Anfang erklärt habe. Aber da will ich jetzt mal gar nicht reinschauen. Dann hier links sind eigentlich zwei Zimmer. Die habe ich tatsächlich ausgelassen, denn die haben so richtig harte Kämpfe drin. Da sind nur Ironclads drin. Und zwar teilweise bis zu 6 Stück. Und noch verbesserte Ironclads, also besser als die, gegen die wir bisher gekämpft haben. Auch die sind machbar, aber der Kampf dauert einfach. Ich glaube, er hat eine Viertelstunde gedauert. Ich habe das dann offscreen danach gemacht, habe ich noch die beiden Räume ausgeräumt. Nur das hat mindestens eine Viertelstunde gedauert, bis ich da komplett durch war. Und deswegen habe ich das dann nicht mehr mit ins Video gepackt. Das hätte mir dann zu lange gedauert. Deswegen mache ich hier nur noch diese Räume, die eher einfach sind. Also das war die Library, die Bücherei, die Bibliothek. Hier hinten findet man noch einen Pool, einen Wasserpool. Der wird jetzt auch nicht beschützt. Ich glaube, den braucht man später mal irgendwann für eine Quest, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und da gibt es hier oben noch einen Raum. In dem Raum werden also ein Pflanzraum, wo irgendwelche Pilze und was weiß ich gezüchtet werden. Und da kommt man jetzt mal auf komplett andere Gegner. Steinelemente, hier sind Bockwalker, Sporlinge und drei kleine Drachlinge. Und ich hau hier mal ein 4 rein. Müssen wir schauen, dass wir hier vielleicht welche erwischen, aber die drei Drachlinge sind leider immun gegen den 4. Somit war das schon mal sinnfrei, jedoch hier das eine Erdelement hat es zumindest erwischt. Das setzt es erstmal kurz aus. Warum sich immer Tekeho hier hervortun muss und irgendwelche stärkeren Gegner angreift, als er eigentlich ist, ich weiß es nicht. Ja, die stehen schön eng zusammen. Da kann man mal gleich drei treffen. Sehr schön. Das Failed Experiment hat sehr viel Leben. Und da werden wir wahrscheinlich länger brauchen, um das down zu kriegen. Die Imps sollten eher einfach sein. Wie eben oben in den anderen Stockwerken auch schon. Oh,
jetzt haben wir nur noch das Failed Experiment, sehr gut. Und da die wir so nah zusammenstehen, unsere Nahkämpfer, kann man auch hier die Heilung meistens auf vier Leute bringen, was total cool ist. Und jetzt nur noch der Trickster und dann ist der Raum tatsächlich auch schon fertig. Ein Haufen wieder zu looten, vor allem ein Haufen Pflanzen und Zutaten für Alchemie. Ja, und das war's mit dem Labor. Da drüben gibt es jetzt, wie gesagt, da gibt es noch eine Schmiede. Und eben in der Schmiede werden ja diese Eisenkonstrukte hergestellt. Und noch einen zweiten Raum. Und den habe ich jetzt aber, wie gesagt, offscreen gemacht. Hier oben gibt es noch einen Haufen Zeug zu looten. So eine Art Abstellkammer oder was auch immer. Genau, und den Rest, den mache ich, wie gesagt, nicht mehr. Habe ich offscreen gemacht, hat ewig gedauert, aber ich habe es tatsächlich geschafft, also und auch im ersten Versuch. Also, und jetzt heißt es, das Tablet abzugeben bei, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein, die befindet sich in Serpent Crown, in dem Distrikt, in dem sich auch der Tempel, der Palast der Königin befindet. Sie steht auch direkt vor diesem Palast, da waren wir noch nie, deswegen noch ganz kurz hier die den Eingang zeige ich dann mal ganz gerne, wo dann unten diese schöne Schrift immer erscheint, wenn man das erste Mal ein Distrikt oder irgendeine Landschaft betritt. Und unsere Auftraggeberin steht direkt vor dem Palast von Ondraza. Da ist sie auch schon. Eine Tehe. You return. What say, friend? Akira, you've restored to us a piece of our history. The Queen thanks you, my friend. We are a step closer to... Tja, nachdem wir das abgegeben haben, kommt hier auch schon ein Imp angeflogen. Hey, you the Watcher. Mit einer Message für uns. Try being friendlier. Make more friends that way, stinking ground meat. Arkhamir, the great master, has returned. Invites you to join him at the estate. Says you know where that is. I won't need to. He already knows. Find master in his study. Don't be late. Well, that was faster than I anticipated. I had hoped for more time to work with the queen on her formal apology, but I will have to accelerate our plan. Thank you again, truly. This may be our most meaningful step towards Ukaizo. Oh, well, it's a sensitive matter, is it not? The Huana and the Royal Deadfire Company are hardly the only ones with an interest in the island. It pays to maintain some discretion. On the bright side, if he wanted to kill us, he probably wouldn't have... Der Archmage hat uns jetzt noch eine Einladung geschickt. Er ist wieder zurück und möchte natürlich eine Begründung haben, warum wir gerade sein Haus geplündert haben. Ja, das war die Quest Archmage Vault. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War eigentlich ist ein recht schönes Dungeon. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.